Für die CDU-Fraktion erteile ich nun Herrn Hofmeister das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! In diesen Tagen erleben wir im ganzen Land eine Sparte des kulturellen Lebens besonders intensiv, nämlich die fünfte Jahreszeit. Sie nähert sich mit großen Schritten ihrem Höhepunkt. Und ich möchte an dieser Stelle für die CDU-Fraktion zunächst einmal allen Akteuren der Hessischen Fastnacht sehr herzlich für ihr großes Engagement danken zur Bewahrung dieses kulturellen Brauchtums. Denn Kappen- und Prunksitzungen, Büttenabende, Umzüge und Rathausstimmung sind ein Teil unseres kulturellen Lebens, und sie sind für viele Hessinnen und Hessen eine liebgewonnene Tradition für Jung und Alt. Und gerade nach den zwei durch die Pandemie praktisch ausgefallenen Kampagnen ist es umso bemerkenswerter, dass Vereine und Initiativen wieder richtig durchgestartet sind. Die Fastnacht zeigt auch, und da kommt der Bezug dann, wie verschiedene Ausdrucksformen von Kunst und Kultur kombiniert werden. Tanz und Gesang, auf und vor den Bühnen, Vorträge mit ernsten und heiteren Hintergründen, um nicht zuletzt der Politik den Spiegel vorzuhalten. Es ist eine Kunstform für sich, von der man wiederum lernen kann, wie man Kritik mit Gelassenheit und Humor auch aufnimmt. Und die gelebte Gemeinschaft in diesen Tagen, vom kleinsten Dorf bis hin zu den großen Städten, sind Ausweis einer lebendigen Kulturform, dem Karneval, der Fastnacht oder der Fasenacht. Und die Karnevalkultur zeigt auch, wie viel Ehrenamt Land auf, Land ab sich intensiv einbringt, um einen Beitrag zum gesellschaftlichen Miteinander zu leisten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ohne Kunst und Kultur ist unser Leben ärmer. Die Pandemiejahre haben dies eindrücklich vor Augen geführt. Wir als Menschen, als soziale Wesen haben Bedarf zum Austausch, zum Sammeln neuer Eindrücke und Einblicke, zum Gedanken schweifen lassen. Wir wollen die eigene Kreativität anregen lassen und mitunter auch ausleben. Und Kulturangebote ermöglichen genau dieses. Und dabei gilt es, keinen Unterschied zwischen den Ausdrucksformen und der Frage der Professionalisierung, ich nenne es mal kurz genannt Hochkultur, oder etwa dem ehrenamtlichen Engagement zu machen. Alle Kunst- und Kulturformen sollen und müssen ihren Platz in Hessen haben. Und es gibt so viele Beispiele, wie Kunst und Kultur das Leben bereichern. Sei es eben der Konzertbesuch, Musikrichtung soll da keinen Unterschied machen, das Erlernen eines Musikinstruments und das Selbstmusizieren auf dem Einzelvortrag oder im Orchester, in der Band, die Ausflüge in Museen mit all ihrer Vielfalt, Theatervorstellungen, sei es professionell getragen, sei es im Amateurtheaterbereich, das Malen, ob nun im Kurs oder individuell zu Hause, die Literatur in all ihrer Breite, Kinovorstellungen, Angebote aus dem Bereich der Soziokultur, oftmals ja dann in Verschränkung der verschiedenen Sparten. Und nicht zu vergessen auch die Baudenkmäler zur Bewahrung unseres reichen und wertvollen kulturellen Erbes. Denken wir an die Liegenschaften in Verantwortung von Schlössern und Gärten Hessen, von kommunalen Trägern im Privatbesitz oder in Verantwortung von Initiativen, ob nun zur musealen Nutzung als Veranstaltungsräume, um sie mit Leben zu füllen, als Treffpunkte und Aufenthaltsräume über das ganze Land hinweg. Und den Verantwortlichen der hessischen Denkmalpflege gilt an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für die engagierte Arbeit. Auch wenn es vor Ort bei Einzelprojekten mitunter auch intensivere Diskussionen gibt, so ist die geleistete Arbeit zur Pflege und Erhalt von Denkmälern von herausragender Bedeutung. Ich verweise an dieser Stelle immer wieder auf die Bausünden oder den Abriss von Objekten vor dem Bestehen unseres Denkmalschutzgesetzes seit Mitte der 1970er Jahre. Es war und ist richtig, dass die Denkmalpflege hier seit mittlerweile über rund 5 Jahrzehnten mit Expertise und Sachverstand wirkt und Entwicklungen aufnimmt, ganz aktuell etwa im Bereich der Nutzung von erneuerbaren Energieerzeugungsformen auf Denkmälern. Das hat uns hier ja bereits beschäftigt. Und das Bewahren des Kulturguts ermöglicht letztendlich erst auch die Auseinandersetzung mit unserem kulturellen Erbe und der Geschichte unseres Landes. Ausdrücklich sind damit auch Traditionen und Brauchtum gemeint, die ihren Platz in der Gesellschaft haben müssen. Ein Löschen von kulturellen Bräuchen aus der Geschichte, aus einer falsch verstandenen Überkorrektheit oder gar bewussten Fehlinterpretation hergeleitet, hilft niemandem weiter. Am langen Ende schadet man damit nur dem notwendigen Bewusstsein für die eigene Herkunft
für lange Linien der Geschichte und der Fähigkeit, auch kritisch zu reflektieren. Und auch das ist ein Abbild, was wir hier weiterhin verfolgen werden. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will feststellen, Hessen ist reich an Kulturschätzen und von großer kultureller Vielfalt geprägt. Dies stellt nicht zuletzt eine finanzielle Herausforderung für alle staatlichen Ebenen dar, der wir uns jedoch gerne stellen, und das nicht nur, weil Förderung von Kunst und Kultur als Staatsziel in der Hessischen Verfassung verankert ist, sondern weil Ausdrucksformen von Kunst und Kultur, ob nun materiell oder immateriell, unser aller Leben bereichern. Kunst und Kultur können den Blick auf die Welt verändern und neue Denkanstöße ermöglichen. Und wir erleben ein enormes Engagement, gerade auch im Ehrenamt. Und als CDU machen wir hier keinen Unterschied zwischen den Sparten. Alle Bereiche der Kunst und Kultur sind gleich viel wert. Meine Damen und Herren, um Kunst und Kultur in ihrer Vielfalt für die Zukunft noch besser zu begleiten, liegt nun mit dem Masterplan Kultur ein Gesamtwerk vor, das aufbauend auf bisherige Maßnahmen wie den Kulturatlas eine strategische Grundlage für die Umsetzung von künftigen kulturpolitischen Maßnahmen bildet. Und dabei ist der Prozess letztendlich nie zu Ende. Er muss letztendlich dieser Masterplan über die Legislaturperiode hinauswirken. Es war ein umfangreicher Prozess. Die Ministerin ist darauf eingegangen. Aber jetzt haben wir dieses Werk, was Grundlage für Weiteres ist. Und ich bin mir sehr sicher, dass dieser Masterplan in den nächsten Jahren auch wieder einmal hervorgezogen wird und eben Anpassungen erfährt und neue Beteiligungsprozesse möglicherweise auch wieder ermöglicht, um dann anzupassen an das, was wir sehen, was sich noch nachschärfen muss. Aber, meine Damen und Herren, von der Bestandsaufnahme über die Vision bis hin zu den Handlungsfeldern in den neuen Schwerpunktfeldern ergeben sich ja eben weiter Ansätze, um die Rahmenbedingungen von Kunst und Kultur krisenfest auszugestalten und gesellschaftlichen Wandel abzubilden. Und ich will seitens meiner Fraktion allen Beteiligten an diesem Prozess herzlich danken. Es war nicht einfach, denn die Pandemiejahre haben nun mal dazu geführt, dass man es nicht so durchführen konnte, wie man es eigentlich wollte. Wir hätten alle gerne im Jahr 2020 oder in diesem Jahr startend den persönlichen Austausch viel intensiver dann gehabt. Es musste in digitale Räume ausgewichen werden. Und unmittelbar waren, das wissen wir auch, in den Pandemiejahren andere Fragen deutlich wichtiger. Nämlich, da ging es nämlich um die Frage, wie erhalten wir Kulturbetrieb in Hessen überhaupt? Sprich, damit war auch dann die zuständige Kulturabteilung etwa im HMWK sehr stark gebunden, um überhaupt dafür zu sorgen, dass wir noch Beteiligte haben, mit denen wir uns vernünftig austauschen können und wie dann ein Masterplan ausgeschaltet werden kann. Und, meine Damen und Herren, dieses Gesamtwerk des Masterplans kann sich wirklich sehen lassen. Es ist ein Verdienst vieler Beteiligter. Und es ist eine Chance, die sich ergeben hat, letztendlich auch durch die Belastungen der Pandemie. Denn die Pandemie hat Dinge aufgezeigt, die man möglicherweise so in dieser Tiefe gar nicht gesehen hätte oder zumindest nicht auf den ersten Blick. Und deshalb ist es gut am Ende, dass sozusagen der Prozess dann doch parallel lief, dass wir gesehen haben, wo im Kunst- und Kulturbetrieb besondere Herausforderungen bestehen und dass wir eben durch diese große Herausforderung der Corona-Pandemie auch neue Felder erschließen konnten. Und wir stehen bei der Bestandsaufnahme keinesfalls bei Null. Dass wir hier Grundlagen haben, dass wir seit vielen Jahren in Hessen aktive Kulturpolitik betreiben, das zeigt sich an der Bestandsaufnahme, die wir dort vornehmen in den verschiedenen Bereichen. Und das entgegnet auch der Kritik von Frau Dr. Sommer. Und der nun gewählte Weg einer umfassenden Bestandsaufnahme, den Blick nach vorn sowie der Definition von Handlungsfeldern, ist in dieser Art bundesweit einzigartig. Auch das ist ein hessisches Spezifikum. Und wir tragen Verantwortung für unsere großen, ich nenne es mal Aushängeschilder, exemplarisch genannt die Landesmuseen, die Staatstheater, Liegenschaften der Schlösser und Gärten, Museumslandschaft Hessen-Kassel, die Documenta, bei allen kritischen Diskussionen, die wir in diesen Tagen im letzten Jahr hatten. Und am Donnerstag haben wir das Thema ja wieder mal hier. Aber es sind alles wertvolle Liegenschaften und Institutionen mit besonderer Strahlkraft, nicht zuletzt auch bedeutend für Tourismus und somit die Wirtschaftsförderung. Aber Kunst und Kultur in so einem Land sind so viel mehr. Und dafür reicht ein Blick in die Fläche Hessens, in unsere oftmals ländlichen Wahlkreise. Kulturvereine mit umfangreichem Leistungsspektrum, Hunderte von Museen, Konzert- und Theaterangeboten. Es sind echte Kleinode, die das Leben im ländlichen Raum attraktiver machen. Und sie bieten Zugänge zu Kultur im ganzen Land und eben nicht nur in den großen Städten. Und daran gilt es, weiter zu arbeiten.
Meine Damen und Herren, diese Landesregierung und diese tragenden Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN unterstützen dabei, Zugänge für alle Hessinnen und Hessen, alle Altersklassen noch besser auszugestalten. Und dafür ist dieser Masterplan ein gutes Gesamtwerk, eine gute Grundlage. Die kulturelle Bildung erfährt über die Jahre eine zunehmende Aufmerksamkeit, ausdrücklich nicht nur für junge und jüngere Generationen, sondern im Sinne des lebenslangen Lernens Teilhabe an Kunst und Kultur über alle Altersstufen hinweg zu ermöglichen. Und Zugänge müssen möglich sein, egal welcher Herkunft oder welches Elternhaus man hat. Und dazu müssen die Partner in der Fläche weiter gestärkt und enger vernetzt werden. Es sind eben bei weitem nicht nur die allgemeinbildenden Schulen, sondern viel mehr Akteure, einzelne Künstlerinnen und Künstler, Museen als Erlebnisräume, Kulturvereine und öffentliche Musikschulen nicht zu vergessen. Der Kulturkoffer ist ein Beispiel für ein etabliertes und sehr gut nachgefragtes Angebot. Und oftmals sind es ja nicht die großen Summen, die notwendig sind, aber Anschub, Unterstützung und Ausdruck von Wertschätzung sind mitunter von Bedeutung. Um Kreativität zu wecken, auszuleben, das ist ein wichtiger Ansatz. Deshalb will der Kulturkoffer auch ein weiterhin wichtiges Instrument der Förderkulisse sein. Auch die Landkulturperlen wurden schon genannt. Und auch das ist ein Spezifikum hessischer Kulturpolitik, dass wir eben mit den Landkulturperlen die Strahlkraft von einzelnen Projekten letztendlich identifizieren, präsentieren und damit auch anregen, im Best-Practice-Sinne zu sagen, da gibt es etwas, was toll wirkt, bitte lasst es uns doch möglicherweise auch in anderen Regionen dieses Landes angehen. Und das ist eben auch ein Spezifikum, was wir hier haben und was wir auch weiterhin ausbauen. Und aus dem Masterplan wird deutlich, dass Kunst und Kultur in aller Vielfalt gefördert werden, um ein breites Angebot sicherzustellen. Wobei das Land oder der Staat in Gänze sicher nicht den gesamten Kulturbetrieb stemmen kann. Das wäre auch abgesehen davon nicht förderlich für die Kreativität. Aber wir stehen in Verantwortung, Rahmen und Möglichkeiten zu bieten, Kunst und Kultur zu leben und zu erleben. Und Projektförderungen sind das eine, jedoch gilt es insbesondere Strukturen auch der Verbände im Bereich von Kunst und Kultur zu stärken. Auch das war ein Thema, was wir während der Corona-Pandemie sehr deutlich gesehen haben. Der Sport ist unter dem Dach des Landessportbundes relativ stark integriert und gefestigt. Viele kulturtreibende Vereine, Institutionen und Verbände haben eben nicht diese Strukturen. Und da gilt es eben besonders auch noch einmal hinzuschauen und zu sehen, wie können wir etwa Beratungsleistungen für einzelne Künstlerinnen und Künstler, für gewisse Sparten noch verstärken, für Aktive in Vereinen, für Institutionen. Und das ist eben auch wiederum Ausweis dessen, so schwer es war, diesen Masterplan zu erstellen, er hat eben durch diese besondere Zeit auch eine Gewichtung für die Frage, wie geht es weiter, etwa bei der wirtschaftlichen Situation von Künstlerinnen und Künstlern. Wie werden kreative Freiräume erhalten? Wie gestalten sich eine qualitätsorientierte, zielgerichtete, nachhaltige und bedarfsgerechte Förderung? Wie können Projekte nach größtmöglicher Qualität über Juries mit tiefgehender Expertise ausgewählt werden, um wiederum Beispiel geben, für andere Akteure zu wirken? Wie können Fördermittel beantragt werden, ohne mit zu viel Bürokratie belastet zu werden? Auch hierzu werden im Masterplan Antworten gegeben oder Ansätze aufgezeigt. Und auch zu der Frage, mit welchem Beispiel geht das Land bei seinen Einrichtungen voran? Auch das ist aufgezeigt. Es sind die eingeführten Mindestgagen an den drei Staatstheatern, am Stadttheater Gießen, am Landestheater Marburg. Es sind Stipendien und Förderungen der Hessischen Kulturstiftung, des Kulturfonds Frankfurt-Rhein-Main. Und es sind auch zu nennen beispielsweise die Angebote für Filmemacher der Hessenfilm. Und immer wieder zeigt sich, dass eine engere Vernetzung der Akteure bedeutend ist. Denn voneinander zu wissen und Bedarfe wechselseitig zu identifizieren, hilft bei der Kulturarbeit. Wie schafft man es, die Sichtbarkeit und Wahrnehmbarkeit von Kulturangeboten zu erhöhen? Wie erfahren Bürgerinnen und Bürger aller Altersstufen und Interessenlagen von Kulturveranstaltungen sowie Möglichkeiten, sich einzubringen? Die Digitalisierung bietet hier große Chancen, das ausdrücklich nicht als Ersatzinstrument, aber als Werkzeug, um Kunst- und Kulturangebote zu präsentieren, Leistungen vorzuzeigen, neugierig zu machen oder nun auch zunehmend als Raum für eigene Kulturformen. Und das Kulturgott-Portal ist sicherlich ein Abbild dessen, wo wir sagen, ja, da machen wir uns auf den Weg oder sind letztendlich auf dem Weg, das zu präsentieren, was uns Hessen ausmacht. Und da ist es auch gut und wichtig so, dass wir natürlich im Landeshaushalt diese Fragen mit abbilden und das auch weiterhin im Blick behalten. Und meine Damen und Herren, bedeutende Akteure der kulturellen Bildung sind die öffentlichen Musikschulen
Wir wissen um die große Aufgabe, diese mittel- und langfristig so finanziell aufzustellen, dass Zugänge zur Musik für Jung und Alt über das gesamte Land auch zukünftig offen und ja auch noch breiter sind. Das ist nicht erst mit dem Gesetzentwurf der SPD aufgefallen. Es ist auch entsprechend eine Verpflichtung aus dem Koalitionsvertrag. Und meine Damen und Herren, wer ein Instrument erlernt, öffnet sich selbst neue Horizonte und wird durch diese Erfahrung und Kenntnis durch das gesamte Leben begleitet. Und wie im Koalitionsvertrag festgelegt, werden die Fördermittel für Musikschulen in Hessen gesteigert. Nun im Rahmen des Doppelhaushalts 23/24 mit einem gemeinsamen Antrag über die Koalition hinaus mit den Sozialdemokraten einen sehr deutlichen Schritt getan. Und ich bin optimistisch, dass es nur mit dem Verband im Verbund mit dem Verband Deutscher Musikschulen, Landesverband Hessen und den Kommunen gelingt, die Musikschullandschaft nachhaltig zu stärken. Und dies ist angesichts der heterogenen Strukturen bei Trägerschaft und Portfolio nicht trivial. Jedoch zeigen wir nun mit dem aufgezeigten Weg über die Schritte im Landeshaushalt, dass es Lösungen gibt. Und dieser Ansatz zeigt auf, dass wir Strukturen stärken und den Kulturbetrieb so krisenfest wie möglich begleiten wollen. Und ein Beispiel aus der Pandemiezeit will ich hier auch noch einmal anführen. Das Festivalprogramm Ins Freie war über die beiden Jahre hilfreich. Einerseits, um in einer nie gekannten Situation trotzdem Kreativität zu fördern, Veranstaltungsformate möglich zu machen und andererseits Infrastruktur über die Krisenlage hinaus aufzubauen und damit Förderung als Zuschüsse für Investitionen, etwa in Spielstätten, langfristig wirken zu lassen. Ich nehme da immer mein beliebtes Beispiel der Weilburger Schlosskonzerte mit ihrer Bühnenüberdachung. Das ist etwas, was über viele Jahre wirken wird und damit möglich macht, Kultur im ländlichen Raum zu erleben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit dem Masterplan Kultur als Richtschnur wollen wir die zukünftige Gestaltung der Kulturpolitik in Hessen angehen, und dies ausdrücklich über die Legislaturperiode hinaus. Ausgehend von den bestehenden Strukturen, Zugänge für alle Interessierten in ganz Hessen zu Kunst und Kultur sicherzustellen und zu weiten, Künstlerinnen und Künstlern sowie Institutionen Räume zum kreativen Arbeiten zu bieten, unser kulturelles Erbe bewahren und im Bewusstsein halten, qualitätsgeleitete Förderungen ausbauen und Mehrwerte für das kulturelle Leben auf dem Land und in der Stadt erzeugen, so will ich mit wenigen Worten abschließend den Masterplan Kultur zusammenfassen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Hofmeister. Herr Dr. Grobe für die Fraktion der AfD ist der nächste Redner. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Hurra! Endlich breiten sich Kunst und Kultur in Hessen aus. Kunst und Kultur rollen bald in Zügen oder per Lastenfahrrad durchs Land und sollen Arbeiter, Bauern und jeden Diversen erreichen. Es fehlen nur noch die bewegten Bilder, denn es geht darum, die neue Freiheit auch zu erkennen und zu schätzen, die uns Frau Staatsministerin Dorn in ihrem epochalen Lebenswerk, welches hier als Masterplan Kultur der Hessen daherkommt, präsentiert. Die noch fehlenden bewegten Bilder werden uns sicherlich in der Neuauflage des Monumentalwerkes Panzerkreuzer Potemkin von Sergei Eisenstein erreichen. Denn damit wird auch die heutige Kriegseuphorie der Grünen, die früher mal als Pazifisten und Kriegsdienstverweigerer von sich reden machen, künstlerisch abgebildet sein. Und das wird sicherlich bald im überarbeiteten Leuchtturmprojekt Masterplan Kultur 2.0 zum Kernanliegen der Ministerin erhoben. Denn der erste Schritt ist gemacht, und der Kulturbetrieb wird nun endlich staatlich organisiert, analog eines Fünfjahresplans einer Zentralverwaltungswirtschaft. Zunächst indirekt, indem man die Vereine, Verbände und Institutionen beteiligt hat. Das nennt man dann basisdemokratisch abgestimmt, auch wenn die Online-Beteiligung mit 166 Beiträgen mehr als überschaubar ausgefallen ist. Denn die Künstler sind nach den Lockdown-Maßnahmen dankbar für die Brotkrumen, die ihnen die Regierung jetzt hinwirft. In der Ferne hört man schon ein dumpfes Dröhnen, denn der nächste Schritt, in der die Künstler einer zentralen Organisation beitreten müssen, wenn sie weiterhin tätig sein wollen. Das ist der vorletzte Schritt der staatlichen Übernahme. Und in einigen Jahren wird der grüne Irrealismus auf dem Zentralkongress der Moralisten und Selbsthasser als verbindliche künstlerische Methode festgelegt. Dann steht noch eines im Fokus, der Alltag der Menschinnen in optimistischer Färbung. Auch wenn ich in den deutschen Masterplan damit vielleicht etwas überzeichnet dargestellt habe, enthält diese Satire im Kern vieles Richtige. Denn die Auswirkungen dieses Meister- oder Meisterinnenplans sind repressiv, auch wenn dies nicht sofort ersichtlich ist.
Selbst der Generalsekretär des Deutschen Musikrates, Christian Höppner, hat erkannt, dass Kultur als hochpolitisches Thema von allen Seiten besetzt und benutzt wird. Und damit muss Schluss sein. Künstler müssen auch nicht von einer Gouvernante an die Hand genommen werden. Vielmehr bedürfen Kunst und Kultur keiner Vorgaben, auch wenn sie erst einmal positiv daherkommen. Kunst und Künstler müssen frei sein. Also gut gemeint ist nicht immer gut gemacht, Frau Ministerin. Zumal der Masterplan nicht nur handwerkliche Mängel und wissenschaftliche Unzulänglichkeiten aufweist, sondern auch ideologiegetrieben ist, Klientelpolitik betreibt und sicher auch ein kostspieliges Unterfangen ist. Bevor ich auf einige Aspekte zu sprechen komme, kann ich zusammenfassen: In diesem Dornplan wohnt der Geist der Unfreiheit inne. Oder anders ausgedrückt, das, was Tschugaschwili von Kunstverstand wird hier vorangetrieben, politische Kunst und Kultur. Sehr geehrte Damen und Herren, für die Erstellung des Masterplans Hessen wurden private Beratungsgesellschaften beauftragt, die sicher dem Steuerzahler hohe Kosten verursacht haben. Zudem zeigt es, dass Ministerin Dorn kein großes Vertrauen in ihren 230 Mitarbeitern hat. Auf die Beantwortung unserer Kleinen Anfrage hierzu bin ich schon sehr gespannt. Aber das scheint ein typisch neuzeitliches Phänomen aller Bundes- und Landesminister zu sein. Ministerposten werden nicht nach Qualifikation, sondern nach Quote besetzt. Und am Ende hat keiner mehr Ahnung von der eigentlichen Arbeit. Man kann ja fast froh sein, dass dann externe Berater beauftragt werden. Ich sage fast, weil es hier dennoch um das sinnlose Ausgeben von Steuergeldern und Klientelpolitik geht. Die Documenta zeigt das schon seit Wochen beispielhaft. Frau Ministerin braucht auch hier weiterhin externe Beratung. Ich frage mich allerdings, warum eigentlich? Gab es denn ernsthaft irgendwelche Zweifel an den antisemitischen Inhalten der Kunstwerke? Gleichzeitig fordert Frau Kunstministerin Dorn nun Mitspracherechte und eine Beteiligung, aber nicht nur für sich, sondern für den Bund. Dieser soll zudem in den Aufsichtsrat der Antisemiter zurückkehren. Damit erweist Ministerin Dorn dem Föderalismus nicht nur einen Bärendienst. Vielmehr ist es eine Bankrotterklärung gegenüber dem eigenen föderalistischen Anspruch, den sie sonst wie eine Monstranz vor sich herträgt. Dass sie die Forderung pikanterweise mit ihrer Parteifreundin Claudia Roth erhoben hat, gibt dem Ganzen noch eine gewisse Extrawürze. Denn Frau Roth kennt sich mit dem Management von Kulturinstitutionen bekanntlich besser aus als niemand anderes. Die Kombo Tonsteine Scherben hat sie in die Pleite getrieben. Die kann nämlich davon ein Lied singen. Kommen wir zu einem anderen Thema. Es sollen Kulturdenkmäler als Veranstaltungs- und Lernorte neu in ihre Umgebung integriert werden. Was das verklausuliert heißt, hat Frau Ministerin Dorn bereits in einigen Fällen exekutiert. So soll das Ehrenmal in der Kasseler Karlsaue, also die Gedenkstätte für die Gefallenen und Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges, in ein Mahnmal umbenannt werden. Auch wenn ein differenzierter Umgang mit diesem Ehrenmal berechtigt ist, rechtfertigt ist aber keine Umbenennung. Hier nutzen die Grünen eine Gelegenheit, die deutsche Erinnerungskultur nur auf ihre problematischen Teile zu reduzieren, statt darauf hinzuweisen, dass unter den Soldaten auch ehrenhafte Gefallene waren. Es wäre vielmehr besser, wenn die Kulturministerin sich mehr um den Erhalt von Ehrenmalen kümmern würde. Dazu gehört, diese vor linken Vandalismus zu schützen. Aber das scheint eine neue Kriegspartei nicht zu verstehen. Aber man muss auch sagen, dass nicht alle Punkte im Masterplan Kultur schlecht sind. Nur sind es halt genau die Punkte, die bereits seit Jahrzehnten zum Kanon der Denkmalpflege und Bestandserhaltung gehören. Wie der Erhalt des schriftlichen Kulturgutes in Archiven und Bibliotheken, der Sanierung von Museen, Schlössern und Gärten. In der Betrachtung der Ergebnisse der Beratung lässt sich festhalten, dass die Befürchtungen von FAZ-Redakteurin Eva-Maria Magel von Anfang 2021 durchaus eingetroffen sind. Denn über Allgemeinplätze kommt der Masterplan Kultur offensichtlich nicht hinaus. Man hat nämlich Ziele definiert, aber nicht verraten, wie man diese mit konkreten politischen Maßnahmen erreichen will. Aber vielleicht war das auch der Plan, wie ich eingangs erläuterte. Dabei ist ein Plan laut Duden die Vorstellung von der Art und Weise, in der ein bestimmtes Ziel verfolgt, ein bestimmtes Vorhaben verwirklicht werden soll. Etwas, was hier völlig missraten ist. In der Schule würde man dafür mindestens eine 5 erhalten. Hätte Frau Ministerin ihren Mitarbeitern vertraut, wäre das Ergebnis sicher besser gewesen. Ich empfehle allen Abgeordneten ausdrücklich die Lektüre der Online-Umfrage zum Masterplan Kultur in Hessen aus dem Jahr 2018. Die dort festgestellten Probleme lassen sich problemlos auf 2023 übertragen. Das hätte viel Zeit und viel Geld gespart. Dort wird Wichtiges angemahnt, unter anderem, dass, Zitat, die Angebote nach den Wünschen der Bürger gestaltet werden sollten oder dass das Land kein nachvollziehbares Konzept hat, was Kultur in Hessen sein könnte. Es gibt von allem immer etwas, um niemanden zu verschrecken. Vielleicht wäre weniger mehr. Oder, Zitat, die Landespolitik
bevorzugt Leuchtturmprojekte, die mit viel Geld unterstützt werden und trotzdem erfolglos sind. Siehe B3, Biennale des bewegten Bildes. Viele Millionen Euro wurden bisher in diese Veranstaltung gesteckt, und niemand interessiert sich dafür. Statt Konsequenzen daraus zu ziehen, wird einem vorgelogen, es gebe Erfolge, weil die Politik sich die eigenen Fehler nicht eingestehen möchte. Extrem peinlich. Zitat Ende. Und die Bürger haben recht, wie man bei der Vergabe des Hessischen Film- und Kinopreises sehen konnte. Hier zeigt sich ganz klar, dass weder ein finanzieller noch ein Publikumserfolg in Hessen scheinbar eine Rolle mehr spielt. Denn bei weniger als 160.000 Besuchern in Deutschland kann niemand den Hauptgewinner ernsthaft als erfolgreich bezeichnen. Vielmehr geht es nur noch um künstlerische Selbstverwirklichung auf Staatskosten. Da müssen dann eben noch mal 75.000 Euro Steuergelder hinterhergeschoben werden, damit das Klientel was vom Leben hat. Und wenn wir schon einmal dabei sind, das ist das Gleiche wie im Hochschulbereich. Es gibt keine Exzellenz mehr in Hessen, und das ist gewollt. Denn Grüne und Linke können weder mit Elite noch mit Exzellenz etwas anfangen. Dabei sind die Bildungs- und Kulturpolitik bei Lichte betrachtet die einzigen Bereiche der Landespolitik, die im Wesentlichen unabhängig von der Bundespolitik gestaltet werden können. Hier müsste es doch alleine aus eigenem Selbstbehauptungswillen der Anspruch sein, im Wettbewerb der Länder zu glänzen. Leider fehlt auch hier dem grünen Ministerium der Ehrgeiz. Stattdessen ergeht man sich in politisch korrekter Haltung und lehnt den Auftritt der Ausnahmekünstlerin Anna Netrebko wegen ihrer russischen Herkunft ab. Dabei haben Sie, Frau Dorn, gerade in Ihrer Regierungserklärung gesagt, dass Sie niemanden ausschließen wollen. Merken Sie eigentlich Ihre Doppelmoral? Oder muss jemand, der auftreten will, vorher eine Gesinnungsprüfung ablegen? Wer diese dann besteht, der darf auch singen: Willkommen in der DDR. Wir von der AfD sagen es ganz deutlich, die Politik hat sich weder in die Kunst, Kultur noch im Sport einzumischen. Denn das hat uns unsere Geschichte gelehrt. Wir sind daher dankbar, dass der Intendant des Wiesbadener Staatstheaters, Uwe-Erik Laufenberg, standhaft geblieben ist und noch weiß, was Kunstfreiheit wirklich bedeutet. Sehr geehrte Damen und Herren, ich komme nun abschließend auf ein zentrales Thema zu sprechen, das mit Geografie, Geschichte, Geografie, aber auch mit Diplomatie eng verwoben ist. Wir wissen natürlich, dass das Fächer sind, die nicht unbedingt zu den Stärken der deutschen Außenministerin gehören. Um ehrlich zu sein, weiß ich auch gar nicht, welche Stärken diese Frau überhaupt hat. Gezeigt hat sie bisher keine. Nicht nur, dass sie den Unterschied zwischen Kobalt und Kobold nicht kennt, sie denkt auch, dass es Länder gibt, die hunderttausende Kilometer von Deutschland entfernt liegen. Da die Erde nur einen Umfang von etwa 40.000 Kilometern hat, scheint sie sich wohl häufiger mit Außerirdischen schon getroffen zu haben. Aber außerirdisch und sicherheitspolitisch höchst gefährlich war auch ihre Äußerung, dass Deutschland einen Krieg gegen Putin führen wollte. Da ist es verzeihlich, dass sie nur für Irritation sorgte, dass im 19. Jahrhundert Panzerschlachten stattgefunden hätten. Und jetzt komme ich dazu, und Nigeria angeblich eine deutsche Kolonie gewesen sei. Zudem verglich Frau Baerbock die Benin-Bronzen mit der Gutenberg-Bibel und den Luther-Schriften für Deutschland. Dass man die Demokratisierung des Wissens und den Aufstand gegen die katholische Kirche mit getöteten Sklaven vergleicht, zeigt nur, dass grüne Politik nur funktioniert, wenn man kenntnisfrei im Allgemeinwissen ist, diese aber als Wahrheit verkauft. Oder kurz gesagt, viel Meinung, wenig Ahnung. Und so verhält es sich auch mit der im Masterplan Kultur vorgesehenen Erforschung der Herkunft von Sammlungsobjekten aus kolonialen Kontexten. Selbst hatte ich Ihnen vor einiger Zeit im Februar 2022 einen historischen Exkurs gegeben. Ein Exkurs, der eigentlich nachhalten sollte, aber leider wieder auch nur auf taube Ohren stieß. Aber Sie haben jetzt die Chance, Ihr Wissen zu erweitern. Denn das, was ich damals sagte, bestätigte erst jüngst die Göttinger Ethnologin Professorin Brigitta Hauser-Schäublin in einem größeren FAZ-Artikel. Es geht um die Benin-Bronzen, die hierzulande zu einem grünen Fura Teutonicus ausarten. Denn man möchte sich am liebsten jeglicher Sammlungsgüter aus kolonialen Kontexten entledigen, das heißt auch rechtmäßig erworbener Gegenstände bzw. von denen die Herkunft nicht mehr eindeutig nachgewiesen werden kann. Und das sind die meisten. Deshalb hat man auch in Hessen die Erforschung der Herkunft der Objekte zur Kernaufgabe gemacht. Das wäre ja noch nicht einmal schlimm, denn schließlich wäre das ja auch Teil der Geschichte der Objekte. Doch Ihnen geht es nur darum, einen neuen Schuldkomplex aufzubauen. Und da die Moral fernab der Vernunft seit einigen Jahren Hochkonjunktur feiert, werden immer neue Gräben aufgerissen, Museen geleert und andere Meinungen stigmatisiert.
Dabei kann man die heutigen Maßstäbe nicht auf gestern anwenden. Weder bringt es einen relevanten Erkenntnisgewinn, sondern dient nur der moralischen Selbstvergrößerung und Überheblichkeit. Etwas, was Sie dem europäischen Kolonialismus vorwerfen. Oder anders ausgedrückt, man missioniert im gleichen Maße wie früher, nur nennt man es heute anders. Das Sendungsbewusstsein ist aber das Gleiche. Dabei geht man mit einer Doppelmoral vor, wie am Beispiel Nigerias zu sehen ist. Denn hier geht es nicht wirklich um Restitution, sondern in erster Linie um reine Wirtschaftsinteressen. Denn nachdem der Pulitzer-Preisträger Simon Hersh ziemlich viele Hinweise offenlegte, dass unsere eigenen NATO-Freunde die Nord Stream Pipelines gesprengt haben, versuchen wir, Flüssiggas aus Nigeria zu erhalten. Aber für das nigerianische Gas tun wir alles gern. Auch eine 4000 Kilometer lange Pipeline vom Niger-Delta bis uns zu bauen. Und zwar durch unzählige Naturreservate. Und deswegen bleibt auch die moralische Empörung über Menschenrechtsverletzungen in Nigeria aus. Dabei werden dort Homosexuelle mit schweren Strafen belegt, außereheliche Geschlechtsverkehr mit dem Tode bestraft. Vielmehr bemüht man den Kolonialismus als das große Übel und gibt 4 Millionen Euro für die Gründung eines Museums in Benin City aus. Das Geld hätte auch unseren Museen gut gestanden. Dabei ist die Geschichte nie eindimensional zu betrachten, so auch die von Benin. Denn der Aufstieg des nie kolonialisierten Königreiches Benins zur führenden Regionalmacht gelang vor allem durch den transatlantischen Sklavenhandel. Dabei verkaufte das Königreich Benin von 1519 bis 1867 etwa 2 Millionen Sklaven an Niederländer, Franzosen und Engländer. Zudem kam der Eigenbedarf an Sklaven. Diese wurden als Menschenopfer für den König regelmäßig dargebracht. Herr Kollege Grube, ich bin mir sehr sicher, dass Benin und das, was Sie jetzt gerade sagen, relativ wenig, um nicht zu sagen gar nichts, mit dem Masterplan Kultur zu tun hat. Und ich darf Sie deshalb bitten, zum Thema zurückzukehren. Doch. Herr Präsident, das ist leider so. Man muss nämlich verstehen, worum es geht. Wir müssen nämlich wissen. Entschuldigung, Herr Kollege Grobe, Sie sind selbst Mitglied des Ältestenrates. Sie kennen die Rituale in diesem Hause als parlamentarischer Geschäftsführer. So gehen wir nicht miteinander um. Ich habe Sie gebeten, dass Sie sich jetzt zum Thema wieder äußern. Und ich bitte, dass Sie das jetzt auch tun. Dann machen wir das so. Es ging mir darum, zu erklären, warum die Briten die Benin-Monsen verkauft haben und aufgenommen haben. Aber gut, lesen Sie FAZ, dann sind Sie weiter. So, die Staaten und Museen, die diese dann kauften und handelten und auch nach heutiger Rechtslage, waren nicht ungesetzlich. Vielfach lässt sich bis heute nicht nachvollziehen, wie sich diese und andere Käufe vollzogen. Es waren aber vor allem Missionare, Museumsdirektoren oder Sammler, die diese Kulturgüter ohne Gewaltandrohung erwarben. Selbst der Präsident des Deutschen Museumsverbandes, Eckert, ist zu der Ansicht gelangt, dass es auch Sammlungsgut geben kann, das vielleicht komplett legal und ethisch völlig korrekt in die Sammlung gekommen ist. Dass aber eine derart herausragende Bedeutung in der Herkunftsgesellschaft hat, dass es einen guten Grund gibt, es doch an diese zurückzugeben. Was er aber übersieht, ist, dass es einen Rechtsanspruch auf Rückgabe nur äußerst selten geben kann. Das sagen nicht wir, sondern der Leitfaden des Deutschen Museumsverbandes. Danach, Zitat, hält die derzeit geltende Rechtsordnung keine geeigneten Instrumente zur Klärung von Eigentumsfragen rund um Erwerbung aus kolonialen Kontexten bereit. Herr Dr. Grobe, ich kommuniziere schon mit den Augen mit Ihrem Fraktionsvorsitzenden. Ich bin es nicht groß in der Lage, mit Ihnen jetzt zu diskutieren. Sondern entweder gehen wir jetzt zum Kulturplan über, und zwar Sie, oder die Rede ist beendet. Und zwar, da meine ich jetzt ernst. Und Ihr Fraktionsvorsitzender hilft Ihnen gerne dabei, das auch zu tun. Den Ältestenrat einzuberufen. Das reicht. So, das können wir gerne am Ende dieses Tagesordnungspunktes machen. Als nächstes geht der Tagesordnungspunkt weiter.